Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video zeige ich euch, wie das Spülprogramm bei einem Konstruktor oder König Wäschetrockner funktioniert. Den Drehregler stellt ihr auf Position 8, das ist die 6 Uhr Position. Danach haltet ihr die Taste Trockengrad anpassen gedrückt und dreht eine Position weiter. Im Display erscheint P09. Das Spülen befindet sich auf der Position P03 und dann einfach nur Stopp drücken. Und das Spülprogramm beginnt. Zuerst wird wieder das Wasser in den Kondensatbehälter gepumpt. Danach öffnet sich das Spülventil und der Kondensator wird gereinigt. Und zum Schluss wird das Wasser wieder nach oben gepumpt. Weitere Informationen findet ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr ein Abo dalasst oder mir einen Daumen nach oben gebt.